selektives Filter mit Mehrfachgegenkopplung. Die Schaltung und die Formeln habe ich einem Buch von Tietze Schenk entnommen. Wir haben hier einen invertierenden Verstärker mit komplexen Widerständen und eine Mehrfachgegenkopplung. Die Schaltung habe ich mit einem Tabellenkalkulationsprogramm so dimensioniert, dass die Bauteile, also die Widerstände und Kondensatoren, in jedem Elektronikladen erhältlich sind. Die Widerstände sind aus der E24-Serie. Anschließend seht ihr in einem Versuch die Schaltung und wir nehmen dann die Resonanzkurve der Filterschaltung auch auf. Um in das Thema einzusteigen, beginne ich mit einer konkreten Aufgabe. Ein selektiver Filter mit Mehrfachgegenkopplung enthält folgende Bauteile: R1 120 Kiloohm, R2 1,2 Megaohm, R3 68 Ohm und die Kondensatoren haben den Wert von 22 Nanofarad. A. Berechne die Resonanzfrequenz, die Verstärkung VR, die Güte Q und die Bandbreite B. Wenn ihr mögt, stoppt das Video, um die Aufgabe selbst zu lösen. Die Formeln haben wir ja alle vorgegeben. Wir beginnen mit der Resonanzfrequenz, setzen für C 22 mal 10 hoch minus 9 Farad ein, für R1 120 mal 10 hoch 3 Ohm, für R2 1,2 mal 10 hoch 6 Ohm und für R3 68 Ohm. Und erhalten 801 Hertz. Die Güte berechnen wir mit dieser Formel. Für R2 setzen wir 1,2 mal 10 hoch 6 Ohm ein, für C 22 mal 10 hoch minus 9 Farad und für FR den berechneten Wert von 801 Hertz. Das ergibt eine Güte von 66,4. Die Verstärkung bei der Resonanzfrequenz, da haben wir diese Formel. R2 durch 2R1. Für R2 und R1 setzen wir die bekannten Werte ein und erhalten 5. Die Verstärkung bei der Resonanzfrequenz wird aber nur erreicht, wenn die Leerlaufverstärkung des Operationsverstärkers viel größer als 2Q² ist. Die Bandbreite, da haben wir hier die Formel FR durch Q. Für FR setzen wir wieder 801 Hertz ein und für Q den berechneten Wert von 66,4. Wir erhalten eine Bandbreite von 12 Hertz. B. Berechne die obere und untere Grenzfrequenz und die zugehörige Amplitude der Ausgangsspannung für UE-Dach gleich 1 Volt. Das ist diese Spannung am Eingang. Die Amplitude der Ausgangsspannung für die Resonanzfrequenz ergibt sich mit VR mal UE-Dach. Wir setzen für VR den Berechenwert von 5 ein und für UE-Dach den vorgegebenen von 1 Volt und erhalten 5 Volt. Also bei der Resonanzfrequenz habe ich eine Ausgangsamplitude von 5 Volt. Jetzt sollten wir die Amplitude bei der Grenzfrequenz ausrechnen. Da teilt man die Amplitude bei der Resonanzfrequenz durch Wurzel 2, also 5 Volt durch Wurzel 2 und das gibt 3,54 Volt. Die obere Grenzfrequenz erhalten wir, indem wir zur Resonanzfrequenz die halbe Bandbreite addieren, also FR plus B halbe. Wir setzen für FR 801 Hertz ein und für B 12 Hertz und erhalten 807 Hertz für die obere Grenzfrequenz. Die untere Grenzfrequenz ergibt sich mit FR minus B halbe und da erhalten wir 795 Hertz. Dann sollte noch 2Q² berechnet werden. Da multiplizieren wir 2 mit 66,4 zum Quadrat und erhalten 8818. Das wird nachher auch nochmal wichtig sein. Wir werden bei diesem Filter 2 verschiedene Operationsverstärker bei gleicher Beschaltung verwenden. Im Video ist unten der Funktionsgenerator zu sehen, oben der Frequenzzähler. Hier hinten wird die Spannung für den Operationsverstärker erzeugt. Das rote Kabel ist plus 15 Volt, das blaue minus 15 Volt und das grüne ground.
Das Eingangssignal, was auch auf dem Oszilloskop als gelbe Funktion dargestellt wird, geht hier an den Eingang des Operationsverstärkers. Und das Ausgangssignal wird hier abgenommen. Der Frequenzzähler zeigt 688,9 Hertz an und schaut euch mal die türkisfarbene Kurve an, wenn ich die Frequenz erhöhe. Ich erhöhe die mal langsam und ihr seht, die Amplitude der türkisfarbenen Kurve steigt jetzt auf 1 Volt, 2 Volt, hier bei 800 Hertz auf fast 3 Volt und dann bei höher werdender Frequenz sinkt die Amplitude wieder. Ich gehe nochmal zurück. Da reicht mir gleich wieder 800 Hertz. Und jetzt sinkt die Amplitude der Ausgangsspannung. Hier seht ihr die Schaltung des selektiven Filters. Wir verwenden den CA3140. Der Eingangswiderstand ist 120 Kiloohm. Hier haben wir 68 Ohm und der Rückkoppelwiderstand 1,2 Megaohm. Und diese beiden Kondensatoren haben 22 Nanofarad. Das rote Kabel war plus 15 Volt, das blaue minus 15 Volt. Hier unten haben wir Ground und da ist das grüne Kabel befestigt. Zusätzlich seht ihr hier noch einen 100 Kiloohm Widerstand, den werde ich nachher parallel zum Eingangswiderstand von 120 Kiloohm schalten. Ich habe jetzt auf das Oszilloskop gezoomt. Ich habe eine Ablenkung für Channel 1, also für die Eingangsspannung, auf 1 Volt gestellt und auch für die Ausgangsspannung auch ein Kästchen ist 1 Volt. Die Frequenz könnt ihr hier unten ablesen, die ist 638 Hertz. Ich erhöhe jetzt langsam die Frequenz und beobachte die Ausgangsspannung. Jetzt steigt die Ausgangsspannung auf 1 Volt. 2 Volt und bei 800 Hertz haben wir ein Maximum, also fast 3 Volt. Und wenn wir die Frequenz weiter erhöhen, sinkt die Amplitude der Ausgangsspannung. Ich gehe nochmal zurück. Ich stelle den Wert auf das Maximum ein und verändere die Ablenkung von Channel 2 auf 2 Volt pro Kästchen. Und jetzt schalte ich meinen 100 Kiloohm Widerstand parallel zum Eingangswiderstand von 120 Kiloohm. Und da seht ihr, dass die Spannung jetzt doppelt so hoch ist wie vorher. Resonanzkurven, selektiver Filter mit Mehrfachgegenkopplung und verschiedenen Operationsverstärkern. Hier seht ihr nochmal die Filterschaltung R1 120 Kiloohm, R2 1,2 Megaohm, R3 68 Ohm. Die beiden Kondensatoren haben den Wert 22 Nanofarad. An der Schaltung liegt eine Eingangsspannung mit einer Amplitude von 1 Volt. Die Versorgungsspannung beträgt plus minus 15 Volt und ich verwende die Operationsverstärker LM741 und CA3140. Ich habe die Frequenzen von 670 bis 880 Hertz in 10 Hertz Schritten eingestellt und die Ausgangsspannungen gemessen. Die dritte Spalte unterscheidet sich von der zweiten dadurch, dass ich statt diesem Widerstand von 120 Kiloohm einen 54,54 Kiloohm Widerstand verwende. Diesen Widerstand erhalte ich übrigens, indem ich zu 120 Kiloohm einen 100 Kiloohm Widerstand parallel schalte. Damit es euch nicht zu langweilig wird, habe ich einige Aufgaben für euch. Übertrage die Messwerte in ein Tabellenkalkulationsprogramm und lasse die Resonanzkurven zeichnen. Lies die Resonanzfrequenzen und die Amplituden der Ausgangsspannung für die Resonanzfrequenzen ab.
Und zwar für diese beiden Fälle. Berechne die Spannungsamplituden für die Grenzfrequenzen, lies die Bandbreiten beider Resonanzkurven ab, berechne die Güten der selektiven Filter. Welchen Operationsverstärker würdest du für den selektiven Filter wählen? Zur Bearbeitung stoppt das Video jetzt. Hier seht ihr die Ergebnisse. Wir haben hier die Ausgangsspannung in Volt über der Frequenz in Hertz aufgetragen. Dabei ergibt sich für den LM741 diese blaue Kurve und für den CA3140 diese rote Kurve. Wenn ich statt dieses 120 Kiloohm Widerstandes jetzt den 54,54 Kiloohm Widerstand bei dem CA3140 wähle, dann erhalte ich diese violett gepunktete Resonanzkurve. Dann sollte für die blaue und die rote Kurve die Resonanzfrequenz abgelesen werden. Da haben wir hier 770 Hertz ungefähr und bei dieser Kurve genau 800 Hertz. Die Spannungsamplitude bei der Resonanzfrequenz haben wir bei 770 Hertz genau 4 Volt und bei 800 Hertz habe ich 2,9 Volt. Dann brauchen wir die Spannungsamplitude für die Grenzfrequenz. Das ist die Spannungsamplitude der Resonanzfrequenz durch Wurzel 2 dividiert. Da erhalten wir diese gerade. Und die Spannungsamplitude bei der Resonanzfrequenz vom CA3140 durch Wurzel 2 dividiert ergibt diesen Wert. Wir erhalten also 4 Volt durch Wurzel 2, 2,9 und 2,9 Volt durch Wurzel 2, 2,05. Jetzt können wir die Bandbreite auch ablesen. Hier lesen wir eine Bandbreite von etwas über 30 Hertz ab, also 32 Hertz. Und hier eine Bandbreite von 20 Hertz. Zur Berechnung der Güte dividieren wir die Resonanzfrequenz durch die Bandbreite. Das ergibt 770 durch 32. Da haben wir ungefähr eine Güte von 24. Und hier haben wir 800 durch 20, 40. Im Gegensatz zum LM741, der mit Transistoren arbeitet, hat der CMOS-Operationsverstärker CA3140 unter anderem folgende Vorteile. Eine wesentlich größere Eingangsimpedanz, bessere Anstiegszeiten und eine interne Frequenzkompensation. Die Ausgangsstufe des CA3140 hat außerdem keine Probleme mit kapazitiven und variablen Lasten. Bei unserem selektiven Filter fällt außerdem auf, dass die Resonanzfrequenz des CA3140 gegenüber dem LM741 genau stimmt. Die Ausgangsspannung bei der Resonanzfrequenz allerdings geringer, aber die Bandbreite kleiner und die Güte höher ist. Insofern würde man für die Filterschaltung den CA3140 wählen. Resonanzkurven selektiver Filter mit Mehrfachgegenkopplung und verschiedenen Operationsverstärkern. Einstellungen. Ich habe hier die Messwerte eingeblendet. Außerdem seht ihr hier nochmal die Formeln, die ich als Grundlage zur Berechnung in einem Tabellenkalkulationsprogramm verwendet habe. Hier hatten wir R1 mit 120 Kiloohm, R2 mit 1,2 Megaohm, R3 mit 68 Ohm, C mit 22 Nanofarad vorgegeben und das Programm berechnet jetzt die Resonanzfrequenz mit 801 Hertz, die Verstärkung bei der Resonanzfrequenz mit 5, die Güte mit 66,4, die Bandbreite mit 12,1 und diese Tabellenkalkulation habe ich natürlich auch verwendet, um dieses Filter zu dimensionieren. Interessant ist, wenn man die Formeln sich jetzt anschaut, sieht man, dass die Resonanzfrequenz von allen Bauteilen abhängig ist, während die Verstärkung bei der Resonanzfrequenz nur von R2 und R1 abhängig ist. Die Güte ist wiederum abhängig von R2, C und FR und die Bandbreite ist abhängig von R2 und C. Wenn man jetzt so einen Filter baut und die Resonanzfrequenz etwas variieren möchte, dann kann man das mit dem Widerstand R3 machen. Wir haben hier 68 Ohm, haben wir ja verwendet. Dann haben wir eine Resonanzfrequenz von 801 Hertz. Bei 61 Ohm würden wir eine Resonanzfrequenz von 846 Hertz haben und bei 75 Ohm von 762,8 Hertz.
Interessant ist, dass dadurch die Verstärkung bei der Resonanzfrequenz aber unverändert bleibt. Mit dem Widerstand R1 verändere ich die Resonanzfrequenz nicht, aber die Verstärkung bei der Resonanzfrequenz. Wenn ich die Widerstände R1 und R2 gleich groß mache, ist die Verstärkung bei der Resonanzfrequenz 0,5. Das bedeutet, am Ausgang habe ich die halbe Amplitude der Eingangsspannung im Resonanzfall. Wenn ich diesen Widerstand auf 545 Kiloohm verändere, bleibt die Resonanzfrequenz und ich habe eine Verstärkung von 1,1. Bei 54,5 Kiloohm habe ich eine Verstärkung von 11. Resonanzfrequenz bleibt. Auffällig ist auch, da ich ja nicht R2 und C verändert habe, ist die Bandbreite hier gleich geblieben bei den Manipulationen. Die Werte, die wir theoretisch mit Hilfe dieser Formeln berechnen, stimmen in der Praxis nicht überein. Bei diesen beiden Kurven waren ja die Bauteile identisch und ich habe bereits hier schon bei der Wahl, wenn ich den Operationsverstärker LM741 gegen CA3140 austausche, habe ich hier auch schon völlig andere Werte. Der CA3140 hatte ja hier tatsächlich die berechnete Resonanzfrequenz, hatte aber eine deutlich kleinere Verstärkung bei der Resonanzfrequenz. Die Bandbreiten und damit die Güte der Filterkurven ist auch unterschiedlich. Für die Technik ist es allerdings sehr interessant, dass man die Frequenz unabhängig von der Verstärkung verändern kann, beziehungsweise die Verstärkung unabhängig von der Frequenz. Selektives Filter mit Mehrfachgegenkopplung, Dimensionierung. In der Technik gibt man oft bestimmte Eigenschaften des selektiven Filters vor und versucht dann, die Bauteile zu berechnen. Ich möchte das mal an diesem Beispiel zeigen. Ein selektives Filter mit Mehrfachgegenkopplung hat eine Resonanzfrequenz von 20 Hz und eine Verstärkung VR, also bei der Resonanzfrequenz von 10. Die Güte betrage 100 und die Kapazität 1 Mikrofarad. Berechne R1, R2, R3 und die Bandbreite. B. Ersetze die berechneten Widerstände mit Widerständen der E24er-Reihe. Im Internet findet ihr die E24er-Reihe. Wenn ihr mögt, versucht die Aufgabe selbst zu lösen. Mit den bekannten Werten lässt sich mit dieser Formel R2 berechnen. R2 gleich Q durch Pi mal C mal Fr. Wir setzen für Q 100, für C 1 mal 10 hoch minus 6 Farad und für Fr 20 ein und erhalten 1,6 Megaohm. Da wir ja Vr kennen und R2 gerade ausgerechnet haben, können wir mit dieser Formel R1 bestimmen. Wir multiplizieren mit R1 teilen durch Vr und haben R1 gleich R2 durch 2 Vr. Wir setzen für R2 1,6 mal 10 hoch 6 Ohm ein und für Vr 10 und erhalten 80 Kiloohm. Die Bandbreite lässt sich mit Fr durch Q berechnen. Für Fr setzen wir 20 und Q 100 ein. Und dann haben wir eine Bandbreite von 0,2 Hertz. Jetzt brauchen wir noch den Widerstand R3 und der Widerstand R3 kommt ja nur in dieser Formel vor. Wir multiplizieren mit 2Pi mal C und quadrieren den Ausdruck. Dann multiplizieren wir mit dem Nenner und erhalten die Klammer zum Quadrat mal dem Nenner gleich R1 plus R3. Jetzt bringen wir R3 auf die linke Seite und klammern gleichzeitig R3 aus. Dann haben wir R3 mal in Klammern diesem Ausdruck minus 1 gleich R1. Jetzt brauchen wir nur noch durch die Klammer zu dividieren und erhalten diesen Ausdruck. Wir ersetzen R1 mit 80 mal 10 hoch 3 Ohm, R2 mit 1,6 mal 10 hoch 6 Ohm, C mit 1 mal 10 hoch minus 6 Farad und Fr mit 20 und erhalten 39,6 Ohm. In der E24er-Reihe gibt es keinen dieser Widerstände. Deswegen muss man sich die zusammensetzen. Wenn ihr mögt, versucht das mal selbst zusammenzustellen mit diesen Werten. Ich zeige euch jetzt die Lösung.
In der E24er-Reihe gibt es diese beiden Widerstände, 1,5 Megaohm und 100 Kiloohm. Das macht zusammen, also eine Reinschaltung von zwei Widerständen, 1,6 Megaohm. R1 setzt sich aus diesen beiden Widerständen der E24er-Reihe zusammen, aus 68 Kiloohm und 12 Kiloohm sind zusammen 80 Kiloohm. Und dieser Widerstand, der setzt sich sogar aus drei Widerständen zusammen, Einschaltung von drei Widerständen aus 33 Ohm und 1 Ohm und 5,6 Ohm. Also ihr seht schon, wenn man eine Dimensionierung dieser Schaltung macht, ist es natürlich wichtig, dass man auch die Widerstände zusammensetzen kann.